Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel Mechabellum. Wir schauen wieder zu bei Wut gegen Remove Chaos Edge, glaube ich, heißt er im Endeffekt. Sollte aber Steel Sane sein, oder ist zumindest meine Vermutung. Keine Ahnung, dieses mit dem Umbenennen der Accounts ist gerade sehr in Mode. Oder war schon immer ein bisschen, aber aktuell ist, glaube ich, nimmt es absolut überhand. Ja, Remove Chaos Mode. Okay. Wut hier mit Heavy Armor. Mit Crawlern und Phönixen. Remove Chaos Mode mit Quick Supply. Marksman und Sledgehammer, okay. Hier fehlt Chaff. Hier fehlt Chaff Clear, genau. Man kann aber auch davon, ja, wobei er braucht definitiv, er könnte auch, ja, das ist immer die Frage, ne, aber er hat schon die Phoenix, die eigentlich braucht, er schafft. Geht gar nicht anders. Hier wieder so als kleiner Tipp für Leute, die nicht so erfahren sind: Den Marksman, den dritten, stellt man nicht in die Mitte. Wenn der Gegner symmetrisch aufstellt, ist in der Mitte ein Crawler und dann killt er den Marksman einfach, wenn er durchrennt. Jetzt vielleicht nicht, weil die Marks, die Slashmen relativ mittig sind, aber mal gucken. Lass mal das Wichtigste machen, dass wir nicht gespoilert werden. Den Chat ausschalten. Das sieht jetzt hier trotzdem ganz gut für Wut aus, denke ich. Also es ist halt oft so in den ersten Runden, dass der aggressiv aufstellende Spieler die gewinnt. Eben lieber noch sehr viele Crawler, also gegen die zwei Sledgehammer und zwei Marksmen sollte es reichen. Wobei die Marksmen hier zwei Phönix hier rausgefokust bekommen haben. Na, gut nochmal. Ja gut, im Endeffekt ging es so drum, ob der Phönix stimmt oder nicht. Crawler hätten den letzten Marksmen auch noch. Text Supply für beide. Gerade in der Free Unit Cards Meta sehr gute Geschichte, weil man später in den Runden, wo Free Units kommen, gerne auch mal mehr Upgrades ausgibt, würde ich sagen. Okay. Da nimmt jemand seine Panzer rein sehr ernst auf jeden Fall. Die Crawler ziehen die Crawler raus, ne? Teilweise aber nur. Jetzt die einen Fang als Flankenschutz geaddet. Und hat einmal Defense ausgegeben. Und wahrscheinlich hier den Crawler-Kampf gewinnt, schätze ich mal. Und sind alle Crawler rübergegangen, aber jetzt mit dem Defense-Upgrade müsste er eigentlich gewinnen, ne? Die Frage, wie viel das wirklich wert ist, aber wir sehen es gleich oder auch nicht. Mal gucken. Potenziell gar nichts. Und die Panzer halten halt einfach die, Einheit lang genug auf und killen alles am Boden, dass der Marksman hier gleich genüsslich die selbst schon mal wegsnacken kann. Na, wobei, vielleicht schafft das auch nicht ganz. Ne, das reicht doch. Guck, knappe Kiste, aber es reicht gerade so. Skip für Remove. Improved Wasps für Wut. Ich glaube, damit können keine Wespen mehr kommen, ne? Über die Free Unit Cards. Das heißt, er muss jetzt selber hochleveln. Ich meine, hier sind jetzt erstmal stark, aber auch erstmal teuer für Runde 3. Freischalten 50, Einheit 300. Aber ich meine,
machen halt auch 60% mehr Schaden. Das ist schon eine recht starke Improved-Karte, würde ich sagen. Gerade auch mit der Reichweite. Mal gespannt, wie gut es jetzt funktioniert. Ich meine, im Endeffekt, die machen jetzt erstmal ganz okayen Schaden, denke ich. Und dann werden sie halt noch dafür sorgen, dass die Königs länger überleben. Aber ich bin so einige Marksmen gekommen. Zwei Marksmen auf der Seite, wo hier drüben. Und die Wespen sind jetzt langsam alle tot. Das wird nicht reichen. Also die Westen wollen nicht die Antwort gegen die Panzer. Scorpions wäre eine Antwort. Hacker wäre eine Antwort. Rhinos. Glaub nicht, dass sie so gut funktionieren hier. Level 4 Mustang. Und hier werden die Scorpions gepickt. Sehr gut. Weil der Level 4 Mustang ist natürlich gegen die Wespen gut. Der verwindet quasi, dass diese Advanced Wasp jemals funktionieren werden. Ah, ich glaube, er setzt zu sehr auf Lufteinheiten. Das könnte noch nach hinten losgehen. Also die Wespen, die rauchen jetzt ja einfach, also die brennen ja sofort ab, und sobald die nur in ihre Richtung schauen, die Mustangs Level 4. Mal gucken. So. Aber die Scorps machen einen guten Job, ne? Keine Frage. Die Late Crawler, die jetzt da reinkommen, sind aber auch sehr wertvoll für den Norden. Die Level 4 Mustangs, wie erwartet, killen ganz gut die Air-Units. Zusammen mit dem Marksman natürlich auch. Und der eine Marksman kann das hier genüsslich an den Crawlern leveln. Nee, fängst dann, sorry. War ein bisschen langsam für Crawler. Mobile Battleship, okay. Und Heavy Armor. Ein Mobile Battleship kann hier halt eine Runde gewinnen, ne? Müsste auch vom Platzieren her eher auf die Seite gehen. Und damit kann er den Tower One schocken. Anscheinend rechnet Wut auch einfach gar nicht damit. Und hier jetzt die Field Maintenance. Sehe ich immer öfters, dass Leute hier auf den Scorpions Field Maintenance dabei haben. Ich überlege gerade, was ich als Fürs Upgrade dabei habe. Könnte ich sogar auch dabei haben. Ich spiele es aber nie. Weitere Crawler werden geaddet. Er scheint auch neu seine Crawler. Aber das Battleship wird halt hier einen guten Job erledigen. Einzige, was ich noch ein bisschen ablenken könnte, wäre jetzt hier, wenn jetzt hier ein defensiver Crawler hinkommt, kommt aber nicht. Dass die Runde steht und fällt mit dem Skill einfach. Und Debuff kommt. Zack. Und halt eine riesen Katastrophe jetzt hier für Wut. Und die ganzen Crawler sind auch eine Riesenkatastrophe. Wir brauchen jetzt Schaft hier. Hier sieht man auch schön, ne? Man muss halt Reichweite auf den Mustangs ausgeben, dann bleibe ich hinter dem Panzer.
Und dann kann man die auch gut zusammen spielen. Der Scorpion ist ein Biest auf jeden Fall. Okay, krass. Die Scorpions haben es aber komplett getankt. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Der kann den auch nicht töten. Das heißt, der stirbt hier noch an den Fangs, wenn die Zeit reichen sollte. Ich habe einfach die Tank-Power der Scorpions unterschätzt. Und die sind potenziell beide Level 3. Aber ich nehme an, da wird es irgendeine Antwort kommen. Also EMS oder... Ja, ich muss EMS kommen. Ich glaube, als andere, was eine Antwort sein könnte, kann eigentlich ein Melting Point sein, hätte ich gesagt. Oder Overlords oder sowas, das macht hier keinen Sinn. Melter. Mit Reichweite. Ach, er hat die Soul Scorpions genommen. Ah, nochmal 20% mehr HP. War nur kurz verwundert, weil die Reichweite nur 120 war, aber dann kommt das daher. Jetzt habe ich auch bei 150 verortet. Ja gut, gegen die Soul Scorpions macht der Melting Point nochmal mehr Sinn, weil er die nochmal mehr outrangen kann. Neun Meter pro Sekunde haben die. Was die Runde aber eigentlich dem Lord gezeigt haben sollte, also vermeintlich Steel Saying, dass die Luftabwehr hier im Süden sehr schwach ist. Aber gut, er wollte erstmal hier die Scorpions adressen mit dem Melting Point. Einfach mal random Öl drauf getroppt. Bin ich mir jetzt echt sehr unsicher, wie groß der Effekt ist, ehrlich gesagt, dabei. Ich halte für relativ überschaubar. Provoziert vielleicht für nächste Runde Schilde, weil er Angst haben muss, dass hier ein Feuer gelegt wird. Vielleicht war das auch schon der Plan mit dem Öl, aber in der Runde war der Effekt halt quasi null. So, jetzt geht der Melting Point hier auf die Scorpions. Und die wird das auch killen am ersten. Naja, holt den Tower Debuff nicht rechts. Hätte den Tower Debuff noch bekommen, hätte wahrscheinlich alles gekillt, aber. Ja, war auch nicht schießt zu langsam. Nächste Runde ist der Melting Point Level 2, wenn der Norden das möchte. Ich glaube, die Zeit der Soul Scorpions, wobei ich glaube, Soul Scorpions ist auch eine ganz schlechte Karte, ehrlich gesagt. Die Reichweite dafür zu opfern für die extra AP. Es gibt ja Leute, die feiern diese Tankiness von der Soul Scorpion so hart. Ganz echt 20% AP. Die machen doch nichts mehr aus. Das waren mal früher 60% oder so. Ich meine, die schießen halt schneller. Das ist halt der große Vorteil. Und sind schneller. Naja. Wie dem auch sei, hier kommt das eben angesprochene Feuer. Aber damit muss er doch eigentlich rechnen, oder? Er muss eigentlich hier Schilde setzen. Wenn jetzt das Öl ins Feuer gerät und es aber geschildert ist, dann klappt das nicht. Also wenn zum Beispiel der Fitzli außen ins Feuer gerät, aber hier ist ein Schild, dann brennt es darunter nicht. Das Schild hält das auf. Okay, noch 200. Erstes Schild, ja. Ich hätte an seiner Stelle wahrscheinlich die Schilde ein Stück weit hintergesetzt, weil so laufen jetzt Gefahr, dass sie einfach im Feuer von den Soul Scorpions mitsterben und dann wird es wahrscheinlich trotzdem wieder brennen. Und das Feuer hier, also wenn das Feuer hier klappen sollte, ist halt nicht unentscheidend, ne? Weil hier die Mustangs zum Beispiel, die werden verbrennen oder würden verbrennen.
Ich glaube, wir können sagen, werden verbrennen. Okay. Wie ihr seht, habe ich keine Ahnung von dem Spiel. Das Feuer wird unter die Schilde gelegt. War das schon immer so? Habe ich das verpasst? Gut, aber ich weiß ich jetzt, das Feuer geht unter die Schilde. Das heißt, man kann es gar nicht mehr blocken damit. Man muss, wenn, dann das komplette Öl vor dem Feuer beschützen, damit es niemals in Brand gerät. Aber das Schild hier links stand ja definitiv noch und hier wurde es in Brand gesetzt und damit war es halt super krass einfach, das Feuer. Ja, und dann einfach mal halt das Spiel gewonnen. Also, super cooles Ölplay hier in Runde 6, um damit in Runde 7 das Spiel zu finishen. Sehr cool. Ich meine, da rechnet halt auch keiner mit, ne? Jetzt gerade, ich glaube, wenn in der Runde keine Skills vor Verfügung stehen, dann macht da keiner Schilde hin. Also random Schilde sind immer möglich, aber in der Regel spart man die sich. Und in dem Fall hat man gesehen, hier war es spielentscheidend. Naja, wie dem auch sei, ich sage danke fürs Zuschauen, gerne ablassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.